Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Transportweaver Mod Vorstellung. Ich werde hier in den nächsten Tagen immer mal wieder die neuesten Mods von Transportweaver vorstellen, die im Steam Workshop zu finden sind. Ich habe mir hier auf so einer kleinen Map ein Transportweaver Technology Center eingerichtet. Ich habe hier einmal eine große Strecke gebaut, um Höchstgeschwindigkeit zu testen. Immer 300, einmal im Bogen. Dann habe ich hier eine kleine Bus- und Tramschleife gebaut. Busbahnhof und Tram. Flughafen. Einen habe ich noch hier hinten. Hier ist der andere Flughafen. Schiffslinien habe ich eingerichtet. Hier ein Bahnhof für Personenverkehr und Güterverkehr. Ja, in dieser Folge geht es um die Cargo Container Station, die im Moment sehr beliebt ist bei Steam. Und ja, wir schauen sie uns einfach mal an. So, wir finden sie unter Schienen, dann auf Güterbahnhöfe gehen und dann wird man die finden. Ist ab 1980 verfügbar. Wir haben hier die Möglichkeit jetzt zu wählen zwischen 1 und 5 Gleisen bis einer Maximallänge von 480 Metern. Wir können hier auch zwischen Höchstgeschwindigkeit und Standard wechseln mit Oberleitung. Und sehr interessant ist Durchfahrtsgleise. Durchfahrtsgleise sind nur möglich, wenn man mindestens 5 Gleise hat. Also wir können jetzt hier mal auf 5 gehen. Dann sehen wir jetzt, wir haben jetzt hier 5 Lade- und Entladegleise. Und hier verschwimmt ein bisschen die Textur. So, gehen wir mal hier hin. So, und wenn wir jetzt ich baue den hier einfach mal hin. So. So, jetzt können wir uns besser angucken. Wir haben jetzt hier die 5 B- und Entladegleise und wir können jetzt noch Durchfahrtsgleise einrichten. Auch zwischen 1 und 5. Da gehen wir mal auf Höchstgeschwindigkeit. Sieht man das gleich ein bisschen besser. Das sind dann so eine Transitgleise, wo die Züge dann einfach durchfahren. Ich werde jetzt hier einfach auch mal 4 bauen. So, seht ihr das hier gut? Wir haben hier die ersten 4 5 Gleise, sieht man so ein bisschen mit Beton. Umrandet, das sind dann halt da, wo die nachher die ganzen Waren umgeschlagen werden. Und dann sieht man die 4 Durchfahrtsgleise hier mit dem etwas helleren, beigefarbenen Basalt. Das sind die Transitgleise, wo die Züge dann einfach so schon durchfahren können. Das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Wenn man jetzt einen großen Bahnhof baut oder so, kann man da sich schön entfalten und muss die Züge nicht durch den Bahnhof schicken. So, dann haben wir noch die Möglichkeit eines zweiten Straßenanschlusses. Zack. Der zweite Straßenanschluss hat dann hier auch nochmal eine kleine Containerbrücke, die auch Container hin und her stapelt. Es ist möglich, also zweiter Straßenanschluss, Besonderheiten. Gleiszahl 1 bis 4. Es wird ein kleines Modell gebaut ohne interne Ladestation. Ab dem 5. Gleis ist eine eingebaute LKW-Ladestation mit drin. Das sieht man jetzt auch hier. Das heißt, ihr braucht jetzt nicht extra noch vor dem Bahnhof eine LKW-Ladestation zu bauen. Das entfällt. Die ist jetzt hier mit eingebaut. Die LKWs fahren jetzt hier auf den Container auf den Containerbahnhof mit drauf und werden dann da beladen. Das finde ich auch richtig gut. Das erspart viel Platz. Und ja, ich werde jetzt mal den Bahnhof hier anschließen und dann werden wir gleich mal ein paar Züge rüber schicken und dann werden wir uns mal angucken, wie das so aussieht. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Hier kommt jetzt auch schon der erste Zug an mit ein wenig Rohöl. Wie ihr gesehen habt, und jetzt hat er das jetzt hier hingepackt gehabt. Wir warten jetzt mal noch ein bisschen ab. Zeit läuft auf volle Pulle. Und dann werden wir das gleich nochmal sehen. Die Firmen werden jetzt größer. Ich habe hier hinten gerade schon mal ein paar Firmen hingesetzt. Und hier auch, dass wir jetzt hier einen Cargo-Transport hinkriegen. Die Firmen werden jetzt hier auch gleich produzieren, wenn das erste ankommt. Und was ich an diesem Modell sehr, sehr schön finde, ist, dass hier halt Bewegung drin ist. Wenn man jetzt, ist jetzt alles auf volle Pulle laufen. Wenn man sieht, dass er jetzt hier einen Container hochhebt,
und den woanders absetzt und er das auch macht, das ist halt, hat alles irgendwie so ein bisschen Bewegung. Das sieht alles lebendiger aus. Hier fährt noch ein Gabelstapler rum. Das ist einfach schon richtig, richtig nice. So, jetzt kommt hier oben wieder unser Zug. Ich werde jetzt mal die Zeit runtersetzen. So. Das sieht nämlich schon richtig, richtig gut aus. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gelungene Mod. Die Texturen sind klasse. Allein schon diese Bewegung, dass man jetzt hier noch diese Durchfahrtsgleise hat. Du kannst ganz normal deinen Betrieb machen und schickst einfach noch, hast noch 4 Gleise frei, um dann Personenzüge, weiß der Kuh, was durchzuschicken. Das finde ich echt gut. So, jetzt kommt der Zug an. Und jetzt seht ihr hier, lädt er jetzt hier das Rohöl ab und das Vieh. Ja, und so ist er natürlich richtig viel Platz geschaffen, um dann hier Linien rüber zu schicken. Er kommt jetzt hier wieder an und nimmt sich Treibstoff wieder mit. Wahrscheinlich ist es nur eine Einheit. Genau, das fällt jetzt nicht großartig auf. Ich lasse die Zeit noch ein bisschen weiter vorlaufen. Dass hier gleich ein bisschen mehr Betrieb hinkommt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, weil es ja jetzt nur die eine Stadt hier angeschlossen haben. Na, die werden nicht viel herstellen. Ja. Wird jetzt hier nicht so viel Warentransport stattfinden. Aber ihr seht ja schon, es wird hier abgeliefert und angeliefert. Abgeholt. Abgeliefert, was denn abgeliefert? Sachen hingebracht, abgeholt. Ist schon richtig cool. Die Bewegung hier in der Textur. Du hast viel Möglichkeiten auf Länge, das hier anzuschließen. Und ja, eigentlich ein sehr, sehr, sehr schönes, sehr, sehr schöne Mod. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst Daumen und Abo da und ich würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, tschüss.